Vor gut 150 Jahren ist sie endgültig zusammengebrochen, die alte Welt. Jetzt geben Maschinen den Takt an. Hunderttausende strömen in die entstehenden Ballungsräume, suchen Arbeit und Brot. Massenproduktion, Fabriken, Eisenbahnen, Schwerindustrie, Bergbau, Städte und Landschaften, die gesamte Gesellschaft verändern ihr Gesicht. Wissenschaft und Technik machen es möglich, getrieben vom Fortschritt. Das Kapital regiert, Banken investieren, Konzerne entstehen, Krise und Kriege begleiten das Entstehen der bürgerlichen Gesellschaft. Doch aus Handwerkern und Bauern werden Tagelöhner und Arbeiter, die um ihren Lohn kämpfen. Chancen für die einen, kaum Lebensperspektiven im neuen Elend für die anderen, in wuchernden Städten, die mit den Entwicklungen meist völlig überfordert sind. Die Folge sind Aufstände und Streiks. Lebensverhältnisse heute bei uns kaum vorstellbar, sagt Professor Joachim Wiehmeyer von der Ruhr-Universität Bochum. Es sind prekäre Verhältnisse gewesen, was zum Beispiel die Wohnsituation in großen Städten damals betraf, weil die Wohnungen zum Beispiel überbelegt waren, was auch Hygiene, Krankheitsübertragungsprobleme und so weiter mit sich brachten. Die Arbeitszeiten waren hart, es war harte körperliche Arbeit, zum Teil eben Belastungen, auch durch schädliche Stoffe. Vielfach hat man ja die Gesundheitsgefahren, die damit verbunden waren, erst viel später entdeckt. Arbeiter organisieren sich, fordern ihr Recht ein. Die stärkste Bewegung im heutigen Deutschland sind die christlich-sozialen Arbeitervereine, die seit der Jahrhundertmitte gegründet werden. Auf den Generalversammlungen der katholischen Vereine Deutschlands stehen die Themen verstärkter Organisation immer wieder auf der Tagesordnung. Aus ihnen entstehen die heutigen Katholikentage. Es gab dort eine breite Bewegung in Deutschland, dass seit dem Beginn der Katholikentage 1848 dann es Laienorganisationen vielfältigerweise gab. Auch manche, die auf Kleriker zurückgeführt werden, wie das Kolpingwerk, waren ursprünglich von einem Lehrer, von einem Laien Wuppertal initiiert worden. Die katholische Arbeiterbewegung entstand, zum Teil eben getragen auch von jungen Kaplänen, die von den Unternehmern dann als rote Kapläne wiederum angegriffen wurden. Mit rasender Geschwindigkeit breiten sich die katholischen Gesellenvereine des Kölner Geistlichen Adolf Kolping aus. Mit den wandernden Handwerkern ziehen sie in viele Länder, auf dem Kontinent bis in die USA. Sie und die katholischen Arbeitervereine werden zu Selbsthilfeorganisationen, gründen eigene Sparkassen, Krankenversicherungen, sorgen für Weiterbildung, gründen Musik- und Theaterabteilungen. Vor allem in Deutschland berufen sie sich auf einen Bischof. Bischof Kettler war eben die herausragende Gestalt auch der deutschen Bischöfe, so in den 1860, 1870er Jahren, der eben auch gesellschaftspolitisch aufmerksam war. Er war kurze Zeit auch Mitglied des Reichstages und er hatte zum Beispiel mit einem Buch Die Arbeiterfrage und das Christentum auch sich grundlegend mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Als die sogenannten Sozialistengesetze die wachsende Bewegung unterdrücken wollen, sind auch die Katholiken betroffen. Der Kulturkampf greift tief in die Autonomie der katholischen Kirche ein. Orden werden ausgewiesen. Doch zahlreiche staatliche Maßnahmen erreichen genau das Gegenteil. Einen selbstbewussten Widerstand. Und er trifft nun zusammen mit einem Signal aus Rom. 1884 hatte Papst Leo XIII. Zur verstärkten Gründung von Arbeitervereinen aufgerufen. Jetzt stellt er 1891 ein Lehrschreiben vor, das sich intensiv mit der Zeit auseinandersetzt. Seine Enzyklika Rerum Novarum über die Arbeiterfrage. Eine erste Grundsatzfrage ist die Aufgabe des Staates. Etwas, was im Katholizismus umstritten war. Soll der Staat sich auf eine rechtsstaatliche Funktion beschränken oder soll der Staat auch sozialpolitisch eingreifen und soziale Verantwortung wahrnehmen? Hier sagt der Papst, der Staat ist nicht nur reiner Rechtsstaat, sondern auch Sozialstaat. Er muss also auch zugunsten der schwächeren Gesellschaftsmitglieder aktiv werden. Das freie Spiel der Kräfte ist gescheitert, so der Papst. Seine Antworten auf die dramatischen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen. Er fordert einen dritten Weg zwischen Liberalismus und Sozialismus, widerspricht dem wilden Kapitalismus und radikalen Ideologien. Jeder Mensch habe nach geleisteter Arbeit schon das natürliche Recht auf gerechten Lohn. Und der Papst
hatte durchaus die Vorstellung, mit Eigentumsbildung in Arbeitnehmerhand, dass jetzt die Arbeiter zu selbstständigen Personen heranwachsen sollten. Dazu bedarf es zum Beispiel höherer Löhne, und deswegen setzte sich der Papst auch dafür ein, dass sich Arbeitnehmer auch zu Gewerkschaften zusammenschließen sollten und damit für ihre Rechte eintreten sollten. Revolution sei keine Lösung. Gefragt sei eine gute staatliche Sozialpolitik, dem Gemeinwohl verpflichtet. Dazu gehören der Schutz der Menschenwürde, das Recht auf Privateigentum, Sonntagsruhe, Schutz der Familie, Arbeiterschutz und gute Arbeitsbedingungen, vieles mehr, was heute selbstverständlich erscheint. Eine breite und wachsende soziale und politische Bewegung trägt die Impulse weiter. Der Sauerländer Priester Franz Hitze sorgt dafür. Der kurz zuvor gegründete Volksverein für das katholische Deutschland mit Sitz in Mönchengladbach zählt bald mehr als 800.000 Mitglieder. Politischer Arm in Deutschland wird die Zentrumspartei. Die mit Schwerpunkt im Ruhrgebiet entstandenen christlichen Gewerkschaften wachsen auf über 1 Million Mitglieder. Rerum Novarum wird zur Magna Carta für die Entwicklung der katholischen Soziallehre. Rerum Novarum war wichtig, weil es die bestehenden katholischen Sozialverbände in Deutschland, aber darüber hinaus in anderen Ländern ermutigt hat, politisch aktiv zu werden, gesellschaftlich aktiv zu werden, sich in Gewerkschaften, in Genossenschaften und anderen Selbsthilfevereinigungen zu engagieren. Sozialenzykliken können für die einzelnen Christen eben neben dieser Motivation zum gesellschaftlichen Engagement auch Orientierungshilfe bieten, nämlich zu fragen, wie sind bestimmte Dinge, gesellschaftliche Verhältnisse aus christlicher Sicht zu beurteilen, was ist positiv, was ist negativ, eben entsprechend zu sehen. Und der einzelne Christ sollte sich schon mit diesen Sozialenzyklichen, mit deren wesentlichen Inhalten auseinandersetzen. Und ein produktiver Umgang ist eben zu fragen, was bedeutet das für mich, wie kann ich jetzt handeln, wo kann ich mich gesellschaftlich engagieren. Auf die Enzyklika von 1891 beziehen sich alle offiziellen kirchlichen Verlautbarungen, die seitdem erschienen sind. Auch Papst Franziskus steht in der Tradition seiner Vorgänger. Sein Lehrschreiben Laudato Si von 2015 setzt ihre grundsätzlichen Feststellungen über die Folgen der Globalisierung, der Wirtschafts- und Finanzkrise fort. Ja, der Papst möchte jetzt nicht in dieser Enzyklika eine reine Umweltenzyklika herausbringen, sich nur Fragen des Klimawandels, Umweltzerstörung zuwenden. Und zwar deshalb, weil er immer die ökologischen Herausforderungen mit den sozialen Herausforderungen verbinden will. Er möchte jetzt nicht Fragen der Armutsbekämpfung ausspielen gegen Naturschutz, sondern er sagt, in einem integrativen ökologischen Denken gehört eben beides zusammen. Er fordert eben Rücksichtnahme auf die Armen und Rücksichtnahme auf die Natur, und beides muss eben zusammen gedacht werden. 125 Jahre Rerum Novarum. Dass die Frage nach Gerechtigkeit und Allgemeinwohl heute in weltweitem Maßstab gestellt ist, steht außer Frage. Baustellen gibt's genug, meint Professor Joachim Wiemeyer. Es ist außerordentlich wichtig, dass mit Rerum Novarum hier eine ganz neue Lehrtradition der Kirche entstanden ist mit den nachfolgenden Sozialenzykliken, weil damit deutlich wird, dass christlicher Glaube nicht unpolitisch sein kann, sondern das Engagement für die Gemeinwohl, für die Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse eben zum Christsein eben dazugehört, und dass man die Lage der Mitmenschen nicht nur durch individuelles Verhalten, individuelle Liebestaten verbessern kann, auch nicht durch karitatives Handeln in kleinen Gruppen, sondern dass die Lebensbedingungen von Menschen entscheidend auch durch gesellschaftliche Strukturen und Institutionen geprägt wird. Und deswegen sind diese Sozialenzykliken wichtig.